Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Diablo 4. So, ich wurde hier angegriffen. Warum werde ich denn hier angegriffen? Sag mal. Habt ihr eine Macke oder was? Was ist denn mit euch? Ich dachte, ich bin hier an dem scheiß Baum. Wo bin ich denn jetzt hier? Wie kann man denn ihn hier hinten irgendwo hin verfrachten? Der Baum ist hier oben irgendwo. Warum sind wir jetzt hier? Sind wir da hingeritten? Nee. Ich hab da beim Baum aufgehört. Dann lass mich doch in der Zuflucht von dem Baum. Verstehe ich schon wieder nicht. Aber gut. Ich habe schon wieder einen Frosch im Hals, Hilfe. Das ist nicht so gut. Muss ich mir immer so viel räuspern. So, wir müssen hier hin. Was sollen wir jetzt machen hier? Sprecht mit Lorat und Nurelle. Ratmas Prophezeiung sprach von einer Schlange, nicht? Wenn Elias das auch wusste, hat er vielleicht nach ihr gesucht. Hat er euch je gesagt, was er vorhat? Nein, zu diesem Zeitpunkt war er nicht mehr mein Schüler. Was ist passiert? Was ist passiert? Alter, rede weiter. So. Ja, es ist Zeit, dass ihr uns erzählt, was zwischen Elias und euch vorgefallen ist. Ratmas Prophezeiung hat Elias vergiftet. Er wurde davon besessen. Prophezeiungen sind Rätsel. Nicht einmal die Weisen wissen mit Sicherheit, was sie bedeuten. Aber Elias glaubte, er könnte es lösen. Und als ich ihm riet, er solle warten, nannte er mich einen Narren und sagte, wir müssen tun, was auch immer. Ihr habt versucht, ihn aufzuhalten? Ja, ich habe es versucht und versagt. Diesmal wird es anders ablaufen. Finden wir diesen verdammten Sarg. Gut, wo sollen wir jetzt gucken gehen? Hier irgendwo oder was? Tja, da war ich doch glatt wieder falsch. Ah, jetzt kriege ich hier auch einen gelben Bereich an dem Zeich, sehr gut. So, ich glaube, wir müssen hier... Seht ihr den Sarg von hier? Könnt ihr etwas ausmachen? Da ist etwas am anderen Ende dieser Schiffe. Ich sehe es auch. Wir müssen die Wracks durchqueren, um dorthin zu gelangen. Ja, warum werden bloß die beiden angezeigt und mein Charakter nicht? Was ist jetzt los? Ach, Stufe 52. Okay. Sehr gut. So, dann wollen wir mal über die Wracks. Wir lassen uns erstmal ja nicht aufhalten hier, wa? Das ist das Beste, glaube ich. Wir rennen einfach weiter und weiter und weiter, bis es nicht mehr geht. Ich habe kaum noch Essenz. Wo ist die? Wo sind die Nurelle? Ach, hier. Nurelle! Komm hier, wenn die weiter. Mach mal die Tür auf. Ich glaube, ich kann die Tür von der anderen Seite aus öffnen. Mach mal die Tür auf. In Ordnung. Geht. Gutes Deutsch. Gutes Deutsch. Es ist hier. Nur ein wenig. Ah! Ah!
Nein! Warte mal. Jetzt müssen wir erstmal alle umbringen hier, oder was? Verdammt! Was habe ich mir nur gedacht? Mirel. Es brennt! Das ist nicht gut. Elende Ertrunkene. Mein Arm! Ihr wurdet infiziert. Es breitet sich aus. Wir haben keine Zeit. Ich muss die Nekrose der Ertrunkenen entfernen. Ich verstehe nicht. Lorat, seid ihr sicher? Ich bin sicher, dass sie stirbt. Haltet sie fest. Uns bleibt keine Wahl. Jetzt haltet sie fest. Der holt aus, du. Ruht jetzt. Ihr werdet zur Horadrim. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Geht weiter zum Sarg. Ich kümmere mich um sie. Diese Explosionen haben heilende Kräfte. Für Nichtgegner. Naja, mach du mal. Nah dran. Hier kommt immer näher. Ja, heiß, kalt, heiß, kalt. Der Rand unseres Sichtfeldes. Die Grenze unseres Wissens. So, da sind wir. Ihr seht den Weg, oder? Im Inneren befindet sich das Ding, das Elias versteckt. Die Quelle seiner Unsterblichkeit. Oha. Fürchtet diese Wiege nicht. Kältere Betten erwarten euch noch Reisende. Elie. Okay. Wo sind wir hier? Echo von Elias. Ratma, ich bin zu eurem Tempel gekommen. Ich weiß, dass ich dort die Antworten finde, die ich suche. Elias' Präsenz befleckt diesen Ort noch immer. Neue alte Schriftrollen. So geil. Was
Stell dir mal vor, du hättest hier sowas auf der Welt. Oder denn da hingehen kannst in die Ruinen und guckst dir dann so. guckst dir da um. Aber das wäre nicht so leer wie hier. Dings hier, Steintische. Das ist schon faszinierend hier. Also immer irgendwie in solche Waffenstände, da ist immer nur weiße Zeugs drin. Ich meine, für Materialien ist das alles gut. So ist es nicht. Also von daher. Jede Foliant, jede Schriftrolle, jedes Buch in diesem Tempel birgt dieselbe Antwort. Das einzige Wesen, das bereit war, sich gegen den ewigen Konflikt, gegen die großen Übel zu stellen, war Lilith. Der Tag, an dem ich mit diesem selbstgerechten Mistkerl fertig bin, wird ein guter Tag. Wieder so ein. Nee, die Treppe ist geflutet. Ich muss irgendwie da durch. Ah, ja. Aber wie? Okay, hier geht's ja nicht weiter. Warum? Ah, hab ich gestern gesehen. Passt perfekt. Das passt doch perfekt hier alles. So, sind das hier für welche? VD-Überreste. Ja, macht ihr mal. Alles nur weiße Zeugs hier. Ist vernünftig. Nicht gedrückt. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist hier. Das ist ja die Taste da drüber. Kurz mir ein bisschen an hier. Warte mal kurz. Ich bin noch nicht bereit. Okay, ich gucke mal, wenn mich jetzt dieser olle Nebel stört, dann ist. Oh, dann ist natürlich scheiße. Aber das nervt mich, dass die Ultimate immer mitgenommen wird. Die fällt mir auch nicht. Ja, die fällt mir nicht. Warte mal. Was ist das jetzt? Ist das da richtig? Ist das da richtig? Ja, ich hasse es. Verdammt. Oh, was blaue. Ja, jetzt ist hier richtig.
Natürlich. Wenn wir gleich da lang gegangen, wäre das hier richtig gewesen. Oder wenn wir hier lang gegangen, wäre das hier richtig gewesen. 100 pro. Ist immer so. Richtig hier, ne? Elias Magie versperrt noch immer den Weg. Gut, ich hätte jetzt auch da oben lang gehen können, aber naja. Ich bin halt ein komischer Kauz. Ich bin noch nicht bereit. Naja, dann mach. Ach klar, das ist ja hier... Das ist ja das Abbild von dem. Wen denn einfach bloß weiter? Ah, ja, stimmt. Wenn die Mutter von Sanctuario die Welt erneut betritt, wird sie sich verändern. Aber am Ende... werden wir bestehen. Wir werden überleben. Radma schreibt, Inarius habe Lilith weggesperrt, als sie von ihrem Plan erfuhr, die sogenannte natürliche Ordnung zu stürzen. Tausende Jahre lang hat Lilith versucht, uns über diesen Kreislauf zu erheben. Hat für unser Geburtsrecht gekämpft. Sanctuario. Aber so kommt es ja. Dann kommt irgendein Fanatiker und befreit dann die Bösen. Ne? Naja, mach du mal. Hier ist aber jetzt... ein bisschen Pinke-Pinke. Wer bist du denn, Junge? Das Geheimnis für Elias Unsterblichkeit muss tiefer liegen. Es ist ja die Frage, kann er denn mit solchen Sachen sich unsterblich machen gegenüber einer Dämonin? Also gegenüber ihr? Ich kann mir das ja nicht vorstellen. Die ist doch weitaus mächtiger als das hier, oder? Interessant, interessant, aber gut, werden wir sehen. So, dann gucken wir mal. Nee, hier müssen wir lang.
Jetzt ist offen, wa? Jetzt ist offen. Dann können wir auch erstmal hier oben lang gehen. Aber hier ist nichts mehr. Okay. Ich kann mir das nie vorstellen. Tut mir leid. Die sind doch... Die sind doch viel mehr als... Oh, hier die Schlange drumherum hier. So. Ich sitze schon wieder so verkrampft hier. Ja, mein Nacken, der zieht schon wieder. Dabei sitze ich halt noch ja nicht so lange vom Rechner. Seh an, seh an. Elias Finger. Er hat seine Lebensessenz in einem Stück seiner selbst bewahrt. Clever. Clever wäre gewesen, wenn er mehrere Sachen an mehreren Orten versteckt hätte. So wie Voldemort in Harry Potter. Nein! Ich werde hier nicht sterben. Oh. Sie ist tot. Wie es aufsteht. Hallo, ich bin jetzt wieder da. Boah. Was ein geiles Abenteuer. Wie geht es hier? Sie braucht noch Ruhe, aber ihr Fieber klingt ab. Ich glaube, sie wird gesund. Sehr gut. Aber der Weg, der uns danach erwartet, wir werden sehen. Naja. So. Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe euch in einem Sarg treibend mit einem abgetrennten Finger in der Hand gefunden. Was ist geschehen? Ich bin mir nicht sicher. Der Tempel begann zu sinken und ich dachte, ich wäre ertrunken. Tempel. Also war der Sarg ein Tor. Was ist mit Elias Unsterblichkeit? Er hat seine Lebensessenz in einem Stück seiner selbst bewahrt. Verbrennt es. Gut. Dann lasst uns das ein für alle Mal beenden. Lasst mich beenden, was ich begonnen habe. Niemand wird mehr aufgrund meiner Entscheidungen verletzt. Nein. Nein. Noelle? Es war kein Traum. Mein Arm. Er ist tatsächlich fort. Na, eigentlich nur die Hand. Wie steht das durch? Ihr werdet mich verlassen, nicht wahr? Ihr werdet einen Ort finden, an dem man sich um mich kümmert. Wollt ihr zurückgelassen werden? Nein! Ich will nur niemandem zur Last fallen. Dann werden wir euch nicht verlassen. Das kam mir nie in den Sinn. Geiler wäre noch eine Pose. Es bleibt keine Zeit mehr zum Ausruhen. Ihr solltet nach Daunen sehen. Wir treffen uns später in der Zakarum-Bastion. Geiler wäre noch die Pose, wenn sie die Sense so auf den Boden stellt. So, okay, wir haben das jetzt abgeschlossen. Wir können jetzt... Schließt euch euren Verbündeten in der Zakarum-Bastion an. So, wir haben jetzt knapp 25 Minuten. Das reicht für eine Folge. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge porten wir hier rüber. Und dann werden wir hier da weitermachen, wo wir ja schon vor, ich weiß gar nicht, 3 Folgen aufgehört hatten, ne? Gut, Freunde der Sonne, wir sehen uns hier hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.